Vor über 100 Jahren versammelten sich in einer Stadt namens Fatima in Portugal über 100.000 Menschen in Erwartung der angekündigten Prophezeiung der drei Kinder, die behaupteten, dass an diesem Tag ein Wunder geschehen und die Jungfrau Maria vor den versammelten Menschen erscheinen würde. Tausende von Menschen würden bald ein ungewöhnliches Phänomen am Himmel bezeugen, das die nächsten 10 Minuten dauern würde. Dieses Phänomen wird heute als Wunder der Sonne bekannt. Was geschah tatsächlich an diesem Tag in Fatima? Warum hat der Vatikan nach fast 50 Jahren erst vor wenigen Wochen beschlossen, neue Richtlinien für solche übernatürlichen Ereignisse zu veröffentlichen? Und was bedeutet dies alles für die Aufdeckung des globalen UFO-Phänomens? Willkommen auf dem Pandora-Kanal. Was involved with the UAP task force, which maybe is the most apropos for this discussion. And so, Carl, here's the million-dollar question. Do you believe that a higher form of non-human intelligence has visited this planet? Right. So non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new, and it's been ongoing. And there are unelected people in the government that are aware of that. And so, Carl, that is quite a bold statement. I'm wondering, and I'm curious, how confident are you that that is true? There's zero doubt. Der Mann, den Sie gerade gehört haben, heißt Oberst Carl Nell, ein pensionierter Oberst der US-Armee, der auf der neuesten Pressekonferenz vor nur wenigen Wochen unmissverständlich das erklärte, was viele Menschen weltweit seit langem als selbstverständlich betrachten. Ist Ihnen aufgefallen, dass immer mehr und mehr prominente Persönlichkeiten aus hohen Positionen völlig offen über Dinge sprechen, über die bis vor kurzem Menschen am Rande der Gesellschaft sprachen, die als, gelinde gesagt, gewöhnliche Verrückte betrachtet wurden? Auch dieser Mann bestätigt erneut, was viele von Ihnen vielleicht ihr ganzes Leben lang geahnt haben. Es gibt absolut keinen Zweifel. 0% Zweifel. Nichtmenschliche Intelligenzen existieren und interagieren schon seit sehr langer Zeit mit uns Menschen bzw. unserer Zivilisation. Und wenn wir sagen, sehr lange Zeit, dann sprechen wir von Tausenden und Abertausenden von Jahren. Das ist der Schlüssel zum heutigen Video und zum heutigen Thema. Um welche Art von Interaktionen handelt es sich hier? Nun, es handelt sich um ziemlich bedeutende Interaktionen, die tatsächlich unsere Entwicklung als ganze Zivilisation gelenkt haben. Am Anfang des heutigen Videos hatten Sie die Gelegenheit, ein Zitat des bekannten römischen Denkers und Philosophen Lucius Annaeus Seneca zu lesen, der vor 2000 Jahren sagte, dass gewöhnliche Menschen die Religion für wahr halten, weise Menschen für falsch und Herrscher sie für nützlich erachten. Seneca war nicht der erste Denker und Philosoph, der solch eine Ansicht über Religionen hatte. Tausende Jahre zuvor sprachen andere sehr bekannte Menschen ähnliche Dinge. Aber was bedeutet das alles wirklich? Sind Religionen im Allgemeinen eine Form der sozialen Manipulation und Kontrolle einer großen Anzahl von Menschen? Wenn das zutrifft, warum sind sie entstanden und wer hat die Entstehung solcher organisierten Religionen in unserer Geschichte inspiriert? Nun, wenn die Aussagen von Colonel Nell zutreffen, dass Interaktionen schon sehr lange stattfinden und wenn wir uns unvorstellbar fortschrittliche Formen von nichtmenschlicher Intelligenz vorstellen, die mit weniger entwickelten Lebensformen manipulieren, ist es ziemlich offensichtlich, dass der Mensch hier in einer untergeordneten Position ist. Solche Manipulationen könnten für solche nichtmenschlichen Intelligenzen mit Leichtigkeit zu dramatischen Veränderungen innerhalb verschiedener menschlicher Zivilisationen führen. Passieren diese Manipulationen zufällig? Hat der Mensch seinen Glauben aufgebaut, indem er etwas Unerklärliches am Himmel gesehen hat? Oder ist die Manipulation absichtlich und gezielt? Seit den Anfängen unserer Zivilisation haben viele Menschen solche Manipulationen und Betrügereien gesehen und daran teilgenommen. Und sie passieren auch heute noch, wenn auch in anderen Formen. All dies hat den Vatikan dazu veranlasst, nach fast 50 Jahren
kürzlich eine überraschende Pressekonferenz zu einem unerwarteten Thema anzukündigen und abzuhalten, nämlich zu sogenannten übernatürlichen Ereignissen. Obwohl einige Leute dachten, es könnte sich um potenzielles außerirdisches Leben und hypothetische neue Richtlinien handeln, wie der Vatikan im Falle einer Entdeckung von außerirdischem Leben reagieren würde, wurde auf der kürzlichen Pressekonferenz kein Wort über Außerirdische verloren. Zumindest nicht in der Weise, wie die meisten Menschen denken. Stattdessen hat der Vatikan neue Richtlinien und Ansätze für die Analyse und Genehmigung sogenannter übernatürlicher Ereignisse festgelegt. Diese verschiedenen Erscheinungen und Wunder in der modernen Welt, wo natürlich viele Betrüger an jeder Ecke Erscheinungen von Jesus und Maria sehen, könnten als kirchlicher Versuch gesehen werden, die Untersuchung solcher übernatürlichen Phänomene zu modernisieren, und zwar auf die gleiche Weise, wie man ungewöhnliche Luftphänomene untersucht. Der Vatikan ist in dieser Frage ziemlich gespalten, da einige Bischöfe und Kardinäle bestimmte Erscheinungen und Wunder als Botschaften von Gott selbst betrachten, während eine andere Gruppe glaubt, dass es sich nicht darum handelt, sondern um mögliche Betrügereien, ungenaue Zeugenaussagen, Manipulationen und andere Dinge. Zum Beispiel wird die Stadt Fatima, über die wir später noch ausführlicher sprechen werden, als legitime Erscheinung betrachtet und der Vatikan hat diese Erscheinungen 1930 anerkannt. In der gesamten Geschichte hat der Vatikan bisher nur etwa 20 solcher Ereignisse anerkannt, die er als legitim betrachtet. Daher hat der Vatikan vor einigen Wochen neue Richtlinien für derartige Untersuchungen festgelegt, was im Grunde genommen ein PR-Schachzug ist. Ein kosmetischer Zug für die Öffentlichkeit, da sie in der Geschichte des Vatikans und der Kirche sehr gut wissen, mit wem und was sie es zu tun haben. Doch wie zu Beginn des heutigen Videos gesagt, behalten sie ihre Formen der Manipulation gegenüber ihren Gläubigen bei. Wie wissen wir das? Nun, wir wissen zuverlässig, dass auch der Vatikan dieses Phänomen sehr genau untersucht. Viel länger, als die meisten Menschen überhaupt wissen, dass es dieses Phänomen im 20. Jahrhundert gibt. Denn der Vatikan ist seit über 1000 Jahren hervorragend damit vertraut, seit sie es erforschen. Dr. Diane Walsh-Pasulka ist Professorin für Religionswissenschaften in North Carolina und Mitglied der neu gegründeten Soul Foundation zur Erforschung des UAP-Phänomens. Die gleiche Organisation, die auch der Oberst am Anfang des Videos angehört. Seit Jahren untersucht diese Organisation religiöse Verbindungen, Theologie und deren Zusammenhang mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Diese Frau hat in ihrer Karriere die berühmte Vatikanische Bibliothek besucht und eine Vielzahl von Beispielen für Interaktionen mit solchen nichtmenschlichen Intelligenzen gefunden. Wie viele andere Forscher war sie zunächst nicht an UFO-Phänomenen interessiert, doch während ihrer Karriere erkannte sie, dass es unglaubliche Verbindungen zwischen den Glaubensvorstellungen vieler Menschen, Religionen und solchen Dingen gibt. Ein kleines Beispiel aus ihren Forschungen. Als sie alte Aufzeichnungen des Vatikans aus der Zeit von 1300 bis 1880 studierte, also einen Zeitraum von mehr als 500 Jahren, war sie interessiert daran, woran die Menschen in all diesen Jahren tatsächlich glaubten. Und natürlich gab es schon lange das Christentum, aber sie untersuchte Aufzeichnungen über die Glaubensvorstellungen der Menschen und wie sich diese im Laufe von 500 Jahren veränderten. Dabei fand sie sehr viele Aufzeichnungen, in denen Menschen Sichtungen von leuchtenden Sphären, verschiedenartigen leuchtenden und metallischen Scheiben, aber auch anderen Phänomenen, die am Himmel flogen, meldeten. Aus jener Zeit haben wir natürlich auch bekannte Kunstwerke, auf denen solche Erscheinungen dargestellt sind. Was denken Sie, was die Menschen im Mittelalter wirklich dachten, wenn sie zum Himmel schauten? Nun, es wird Sie überraschen zu erfahren, dass laut vatikanischen Aufzeichnungen gewöhnliche Menschen, aber auch die Geistlichen glaubten, dass all diese leuchtenden Erscheinungen am Himmel tatsächlich die Seelen der Verstorbenen seien, die das Fegefeuer noch nicht erreicht hätten. Viele von Ihnen wissen vermutlich, dass das Fegefeuer im Christentum der Ort ist, an dem ihre Seele nach dem sogenannten Gericht landet, von wo aus sie dann entweder in den Himmel
oder in die Hölle geht. Dies bedeutete, dass diese Erscheinungen die gequälten Seelen der Menschen waren, für die man beten musste. Diese Frau, die diese Aufzeichnungen des Vatikans im Jahr 2012 erforschte, hatte absolut kein Interesse an den heutigen sehr ähnlichen Phänomenen. Doch als sie ihre Forschungen einigen Kollegen zeigte, fiel einigen von ihnen sofort etwas sehr Interessantes auf. Diese Beschreibungen waren tatsächlich identisch mit dem, was wir heute als UFO-Phänomen kennen. Fliegende Kugeln, fliegende Scheiben und andere seltsame Erscheinungen am Himmel über Europa, die schon vor 600 bis 700 Jahren mit hoher Geschwindigkeit herumflogen. Manchmal traten sie in Interaktion mit Menschen, denen sie in verschiedenen Formen erschienen. Die europäische Zivilisation vor 700 Jahren glaubte, dass solche Erscheinungen wirklich die gequälten Seelen der Verstorbenen seien, für die man beten müsse, damit sie zurück ins Fegefeuer gingen. Es sind 400, 500, 600, 700 Jahre vergangen seit diesen Glaubensvorstellungen. Sagen Sie mir, wie sehr haben sich die Meinungen über solche Erscheinungen in den letzten 50, 60, 70 Jahren verändert? Glauben Sie heute, dass all diese Erscheinungen gequälte Seelen sind, für die man beten muss? Im Gegensatz zu früheren Generationen, die sich nicht einmal in ihren wildesten Träumen vorstellen konnten, was diese Erscheinungen am Himmel waren, weil ihr Entwicklungsstand es nicht erlaubte, wissen wir heute genau, was diese alten, gequälten Seelen vor 700 Jahren waren. Vielleicht wissen wir nicht genau, wie sie funktionieren, woher sie kommen und wer letztendlich manchmal in ihnen sitzt, aber wir wissen genau, was sie sind. Das 14., 15., 16. Jahrhundert ist in Europa nicht so lange her, wir waren nicht so unterentwickelt. Was halten Sie davon, wenn unsere Vorfahren in Europa vor etwa 500 Jahren in Bezug auf diese Phänomene falsch lagen? Was, wenn die einfallsreichsten und intelligentesten unter ihnen nicht daran dachten, dass es sich um Technologie handeln würde, eine Technologie, die tausende Jahre fortschrittlicher war als ihr derzeitiger Fortschritt? Was glauben Sie, dachten die ersten Zivilisationen im frühen Entwicklungsstadium, als ihnen solche Dinge über ihren Köpfen erschienen? Was, wenn sie nicht nur flogen, sondern auch landeten und gezielt Aktionen und Manipulationen mit Einzelpersonen oder ganzen Völkern durchführten? Wie glauben Sie, hätten die damaligen Menschen solche Ereignisse interpretiert? In etwa, wer sind diese mächtigen, manchmal allmächtigen Wesen, die mit uns kommunizieren? Wesen, die aus dem Licht kommen und Prophezeiungen aussprechen und mit einem einzigen Handgriff Wunder bewirken? Wie hätten die damaligen Menschen solche Phänomene wahrgenommen? Hätten sie vielleicht eine Art ehrfurchtgebietender Angst gespürt? Wie viele dieser Menschen hätten nach solchen Begegnungen Geschichten erzählt? Geschichten, die bald zu den ersten Religionen werden würden. Die ersten Religionen, in denen die Menschen anfangen würden, an übernatürliche Wesen zu glauben. Heute sprechen wir von einem solchen Ereignis, das nicht in ferner und uralter Vergangenheit geschah, sondern vor etwas mehr als 100 Jahren, als eine große Anzahl von Menschen genau das erlebte, eine mögliche Interaktion mit mächtigen und übernatürlichen Wesen. Im Christentum und einigen anderen Religionen gibt es übernatürliche Ereignisse, die als Erscheinungen bezeichnet werden, bei denen Gott oder eine Gottheit einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen erscheinen und oft Nachrichten übermitteln. Solche Menschen wurden als Propheten bezeichnet, Menschen, zu denen Gott sprach. Im Frühjahr 1916 fingen drei Hirtenkinder, Lucia dos Santos, ihr Cousin Francisco Marto und Franciscos Schwester Jacinta, im Alter von 10, 9 und 7 Jahren an zu behaupten, dass ihnen eine Frau erscheine, die strahlend wie die Sonne war. Diese Frau erschien ihnen sogar 6-mal bis 1917 und forderte sie auf, für das Ende des Großen Krieges zu beten. Wie allgemein bekannt ist, fand in diesen Jahren der Erste Weltkrieg statt. Die Kinder erzählten ihren Eltern von dem Erlebnis, die Geschichte verbreitete sich und bald kamen viele Gläubige nach Fatima. Es war nicht immer klar, wer genau den Kindern erschienen war und warum, aber diese strahlende Frau sagte ihnen bei einer der Erscheinungen, dass sie bald ihre Identität offenbaren würde, aber in der Zwischenzeit
sollten sie jeden Tag für das Ende des Krieges beten. Hier ist eine der vielen Botschaften, die diese Kinder angeblich bis zum 13. Mai 1917 von dieser Frau erhielten. Habt keine Angst, ich werde euch nichts Böses tun, ich komme aus dem Himmel. Ich bin gekommen, euch darum zu bitten, am 13. des 6. Monats hier an diesen Ort zu kommen. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Du, Lucia, wirst in den Himmel kommen. Auch Jacinta wird in den Himmel kommen, Francisco wird ebenfalls in den Himmel kommen, aber zuerst muss ihr viel beten. Wollt ihr euch Gott weihen und alle Leiden, die er euch schicken mag, als Sühne für die vielen Sünden, durch die er beleidigt ist, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder annehmen? Dann werdet ihr viel leiden, aber die Gnade Gottes wird euer Trost sein. Als sie an dem vereinbarten Ort erschienen, erhielten sie eine neue Botschaft. Ich möchte, dass du, Lucia, am 13. des nächsten Monats kommst und jeden Tag bis dahin betest, und ich möchte, dass du lesen lernst. Ja, ich werde Francisco und Jacinta bald in den Himmel nehmen, aber du musst noch eine Weile auf der Erde bleiben. Jesus möchte, dass du mich bekannter und geliebter machst. Er will, dass die Welt die Frömmigkeit zu meinem unbefleckten Herzen aufstellt. Nein, mein Kind, du wirst nicht allein sein. Mein unbeflecktes Herz wird dein Zufluchtsort und der Weg sein, der dich zu Gott führt. In den folgenden Monaten erhielten sie ähnliche Botschaften. Am 13. Oktober 1917 erhielten sie dann die Ankündigung der Offenbarung der Identität dieser Frau, die an diesem Tag angeblich ein Wunder für alle Gläubigen vollbringen würde. Ich bin die Dame des Rosenkranzes. Ich komme, um die Gläubigen zu ermahnen, ihre Lebensführung zu ändern und für ihre Sünden um Vergebung zu bitten. Sie müssen unseren Herrn nicht mehr beleidigen, da er bereits durch die Sünden der Menschheit zu schwer beleidigt wurde. Die Menschen müssen beten. Lassen Sie das jeden Tag wiederholen. Ich möchte, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre errichtet wird, weil der Krieg bald enden wird. Am 13. Oktober 1917 versammelte sich eine riesige Menschenmenge in Fatima, um das angekündigte Wunder und die versprochene Prophezeiung zu bezeugen. Laut Schätzungen waren bis zu 100.000 Menschen anwesend. Zur Mittagszeit erlebte diese große Menschenmenge gemäß zahlreichen Zeugenaussagen ein himmlisches Spektakel, das volle 10 Minuten dauerte. Plötzlich veränderte sich die Farbe der Sonne und ihre Strahlen beleuchteten die zahlreichen Menschen in unterschiedlichen Farben. Die Sonne begann zu tanzen und brachte Zickzackmanöver am Himmel hervor. Sie schrumpfte und vergrößerte sich abrupt und schien in einem Moment auf die Erde zu stürzen, was viele Menschen natürlich erschreckte. Zahlreiche Zeugen beschrieben auch, dass sie in der Sonne die Jungfrau Maria, Jesus und andere Heilige gesehen hätten, die vom Himmel herabschauten. Andererseits sahen einige Menschen an diesem Tag absolut nichts Ungewöhnliches am Himmel. Ein direkter Zeugenbericht lautete wie folgt: Man konnte sehen, wie sich die silberne Sonne in einem transparenten grauen Licht wirbelte und sich im Kreis drehte, umgeben von zerschlagenen Wolken. Das Licht wurde zu einem wunderschönen Blau und schien wie durch die Fenster einer Kathedrale auf die knienden Menschen mit ausgestreckten Händen hinauszustrahlen. Menschen weinten und beteten mit unbedecktem Haupt in Gegenwart des Wunders, das sie erwartet hatten. Sekunden schienen wie Stunden, was die Zehntausende von Gläubigen an diesem Tag in Fatima tatsächlich erlebten. Interessant ist, dass angesichts der im Voraus angekündigten Prophezeiung auch viele Journalisten und Beobachter mit einer großen Anzahl von Kameras anwesend waren. Es gibt sogar eine große Anzahl von Fotos der Menschenmenge an diesem Tag. Es ist jedoch bemerkenswert, dass es kein einziges Foto gibt, das zeigt, was viele Zeugen gesehen haben. Auf diesen Schwarz-Weiß-Fotos ist am Himmel nichts Ungewöhnliches zu sehen. Es gibt Fotos, die im Internet kursieren und die dem Ereignis in Fatima zugeschrieben werden, aber diese Fotos stammen nicht aus Fatima von 1917, sondern aus einer anderen portugiesischen Stadt und aus dem Jahr 1925, als ebenfalls ein unbekanntes solares Phänomen am Himmel auftrat,
bei dem auch ein mysteriöses, dunkles Objekt die Sonne verdeckte. Aber von Fatima selbst gibt es solche Fotos nicht, was angesichts der Anzahl der anwesenden Kameras an diesem Tag, die nicht festhielten, was die Menschen mit eigenen Augen sahen, ziemlich merkwürdig ist. Wie ich bereits im Video erwähnt habe, gibt es eine große Verbindung zwischen solchen religiösen, übernatürlichen Ereignissen und UFO-Zeugenaussagen. Auch in diesem Fall werden die Erklärungen der Skeptiker nahezu identisch sein, abgesehen davon, dass die legendären Wetterballons nicht erwähnt werden. Natürliche solare und verschiedene atmosphärische Phänomene könnten in Kombination die Menschen verwirrt haben. Massenhysterie religiöser Natur, die von zehntausenden Menschen einfach nur halluziniert wurde. Temperaturinversion, Pareidolie, was auch immer einem einfällt, wurden natürlich als Erklärungsversuche dieses Phänomens genannt. Und die Erklärungen waren identisch mit denen, wenn eine große Anzahl von Menschen unbekannte Flugobjekte und ähnliche Phänomene bezeugt. Der Vatikan führte natürlich eine offizielle Untersuchung durch und kam 1930 zu dem Schluss, dass das Ereignis authentisch war und tatsächlich ein Wunder der Jungfrau Maria darstellte. Selbst Papst Pius XII. Sagte, er habe persönlich identische Ereignisse am Himmel mit der Sonne erlebt, als er durch die vatikanischen Gärten spazierte, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Was ist also hier tatsächlich geschehen? Was mich in diesen Fällen immer fasziniert hat, sind vor allem zwei Dinge, also zwei Prophezeiungen dieser angeblich geheimnisvollen Frau und natürlich ihre Vorhersage über das Ende des großen Krieges, bei der sie die Menschen zum Gebet aufrief, und eine andere, noch interessantere Sache, nämlich dass sie behauptete, diese Kinder würden zu ihr ins Paradies kommen. Zwei bald und mit dem dritten hatte sie andere Pläne. Francisco und Jacinta Marto starben kurz nach diesen Ereignissen an der spanischen Grippe. Lucia de Santos sollte gemäß der Prophezeiung am Leben und gesund bleiben. Sie wurde Nonne und starb 2005 im Alter von 97 Jahren. In späteren Aussagen hat diese Frau zugegeben, dass sie über die Jahre hinweg Zweifel an dem gesamten Ereignis und ihren Erscheinungen hatte. Erscheinungen, die ihr im Leben nur Leid gebracht haben. Sie fragte sich zeitweise, wer ihr tatsächlich erschienen war, und dachte vielleicht, der Teufel selbst habe sich nur vorgetäuscht, um sie zu verwirren. Was mich immer interessiert hat, ist die Frage, warum? Warum sollte ein Wesen, wer oder was auch immer es sein mag, diesen Kindern mit solchen Botschaften erscheinen und mit welchem Ziel? Wenn die Ereignisse wahr sind und viele Menschen glauben, dass wirklich Wundergeschehnisse in jenen Monaten in Fatima stattfanden, warum war es notwendig, dass zwei Kinder sterben und ins Paradies gehen? Warum war überhaupt eine Lichtshow am Himmel nötig? Der Krieg wäre ohnehin bald geendet. Was war der tatsächliche Sinn eines solchen Erscheinens und Manipulierens von Kindern und fast 100.000 Menschen an diesem Tag in Fatima? Was sehr interessant ist, solche Erscheinungen finden nicht nur im Christentum statt, sondern natürlich auch in anderen Religionen. Und wissen Sie, was das Interessanteste ist? Solche Erscheinungen sind immer an ihre Glaubensvorstellungen angepasst. Es ist, als ob jemand ihren Geist und ihre Gedanken scannt und ihnen das zeigt, was sie am besten kennen und woran sie am meisten glauben. Einem Christen wird sich natürlich Jesus oder Maria zeigen, einem Hindu Krishna oder Vishnu, im Islam Allah und so weiter. Woran auch immer sie wirklich glauben, es wird ihnen auf die passende Weise gezeigt. Aber was, wenn sie Atheist sind oder ein Agnostiker und nicht an solche religiösen Lehren glauben? Was bekommen dann solche Menschen, die, nennen wir es, anders denken oder an andere Dinge glauben? Dann bekommen sie das, was an ihr Denken angepasst ist. Sie bekommen ein Raumschiff, das mit Besuchern von einem anderen Planeten kommt. Technologische Fluggeräte jenseits unserer Möglichkeiten wie in Filmen. Dann bekommen sie das Aussehen solcher und ähnlicher Wesen. Aber es scheint, dass vielleicht niemand recht hat. Denn Whistleblower fördern immer mehr die Erzählung von nichtmenschlichen Intelligenzen, nicht irgendwelchen Außerirdischen von einem anderen Planeten, sondern nichtmenschlichen Intelligenzen, die von einem anderen, nennen wir es, Ort kommen. Und allem Anschein nach handelt es sich um außerordentlich geschickte Manipulatoren, die ihnen andere Glaubensweisen einpflanzen
oder anregen? Und warum tun sie das? Das ist die große Frage. Zum Abschluss des heutigen Videos erzähle ich Ihnen eine sehr interessante Geschichte, die stark mit unserem heutigen Thema verbunden ist. Denn eines der größten Hindernisse für eine offizielle Enthüllung dieses Phänomens sind natürlich die Religionen. Religionen, die tief in unserer Zivilisation verwurzelt sind und neuen Ideen und Erkenntnissen trotzen. Denn erinnern Sie sich, was die Menschen vor nur 500 Jahren über diese Phänomene dachten und was sie heute denken. Zum Abschluss des heutigen Videos gibt es eine lehrreiche religiöse Geschichte mit Außerirdischen. Ob sie gläubig sind oder nicht, diese Geschichte ist ein hervorragender Indikator für unsere menschliche Beziehung zu etwas Übernatürlichem. Obwohl der Vatikan solche Dinge ernst nimmt, egal was sie tatsächlich über die wahre Natur dieses Phänomens verbergen, und obwohl viele Menschen solche Dinge ernst nehmen, sollten auch wir alle dies sehr ernst nehmen. Denn wie Carl Nell sagt, existieren nichtmenschliche Intelligenzen und Interaktionen mit Menschen seit langem ohne jeden Zweifel. Die Geschichte lautet wie folgt. Die Außerirdischen sind endlich auf die Erde gekommen, haben sich offiziell angekündigt und der ganzen Welt in einer globalen Pressekonferenz vorgestellt. Jung und alt haben sich natürlich versammelt, weil jeder diesen seltsamen Wesen einige Fragen stellen möchte. Und so kamen auch der Papst aus dem Vatikan mit seinen Priestern dran und der Papst fragte den außerirdischen Vertreter, ob sie an Jesus Christus glauben und zeigte ihm natürlich ein Bild von Jesus. Daraufhin antwortete der außerirdische Vertreter, oh, wie nicht, wir kennen diesen Typen, wir lieben ihn, er ist echt cool. Er kommt ein paar Mal im Jahr zu uns auf den Planeten in den Urlaub, weil er unser Meer und unsere Strände liebt und aus irgendeinem Grund ist er verrückt nach unserer Schokolade, die er immer mitnimmt. Der Papst fragte verwirrt, wie meinst du, er kommt ein paar Mal im Jahr zu euch wegen der Schokolade? Bei uns war er vor 2000 Jahren und ist nie zurückgekehrt. Wir warten auf seine Rückkehr, aber er kommt einfach nicht zurück. Der Außerirdische sah den Papst verwirrt an und sagte, keine Ahnung, als er das erste Mal zu uns kam, haben wir ihm zur Begrüßung Schokolade gegeben. Und was habt ihr ihm gegeben? Bis bald. Schöne Grüße.